Guten Tag. Mein Name ist Nele Koch. Ich lebe und arbeite in Hamburg und möchte Ihnen heute gerne mein Buch und wie geht es eigentlich dir, Angehörige von Krebspatienten berichten von ihren Erfahrungen vorstellen und einige Passagen daraus vorlesen. Kurz zu meiner Person. Ich habe lange im Gesundheitsbereich gearbeitet, als Gesundheits- und Krankenpflegerin, als Ausbilderin und Pflegelehrerin in der Pflegeausbildung und arbeite jetzt seit mehreren Jahren als Psychotherapeutin in eigener Praxis in Hamburg. Das Buch ist entstanden, weil ich von einer Beratungsstelle in Hamburg gebeten worden bin, Interviews mit Angehörigen von Krebspatienten zu führen. Der Anlass war die Überlegung der Beratungsstelle, das Beratungsangebot zu erweitern. Ich habe dann 13 Interviews geführt mit ganz unterschiedlichen Menschen und bin dann selbst in die Angehörigen-Situation gekommen und habe die ganze Problematik von Angehörigen von Krebspatienten nochmal von einem ganz anderen Standpunkt aus kennengelernt. Mein Wunsch, als ich dieses Buch dann angepackt habe, war, einmal ein Buch zu schreiben für die Angehörigen, dann aber auch ein Buch zu schreiben für die Profis, die im Gesundheitsbereich arbeiten und ein Buch zu schreiben für die Freunde von Angehörigen, weil die oft in der Situation sind, diese Menschen unterstützen zu wollen und da oft mit Hilflosigkeit und Ratlosigkeit konfrontiert sind. Ich habe die 13 Gespräche geführt. Es waren 6 Frauen und 7 Männer in ganz unterschiedlichen Lebensalter zwischen 30 und Anfang 60. Und der Beziehungsstatus zu den erkrankten Personen war auch recht unterschiedlich. Es waren Lebenspartner, Ehepartner, Geschwister oder Eltern. Und die Situation der Erkrankten war auch sehr unterschiedlich. Manche befanden sich mitten im Therapieprozess. Manche hatten die Therapie erfolgreich überstanden. Und bei einigen Gesprächspartnern waren deren Angehörige auch schon verstorben. Die Gespräche haben 1 bis 1,5 Stunden gedauert und waren sehr intensiv. Und es gab ein großes Bedürfnis, die eigene Geschichte zu erzählen. Ich habe Leitfragen für die Interviews gehabt, die auch dem Inhaltsverzeichnis des Buches entsprechen. Und ich habe jetzt für diese Lesung immer zu verschiedenen Kapiteln kleine Interviewausschnitte ausgewählt. Die erste Frage war in dem Gespräch, wie haben Sie die Diagnose Krebs aufgenommen? Die Diagnose kam bei den meisten Gesprächspartnern völlig unvorbereitet. Entweder im Rahmen von Routineuntersuchungen oder im Rahmen von einer scheinbar harmlosen Erkrankung ihres Angehörigen. Und die erste, also es war für die meisten Angehörigen auch die erste Konfrontation mit der Endlichkeit ihres eigenen Lebens, was dann auch das gesamte Befinden sehr bestärkt und beeinflusst hat. Die erste Reaktion auf die Diagnose Krebs war Schock. Herr E. sagt, das kam absolut aus heiterem Himmel und ich gleich rein ins tiefe schwarze Loch, wobei ich für mich sagen kann, dass ich noch gar nicht fähig war, die Tragweite der ganzen Geschichte wahrzunehmen. Es war erstmal völlige Fassungslosigkeit. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist irgendwie falsch, ich war schockgelähmt. Herr S. sagt, als ich im Oktober die Krebsdiagnose meiner Mutter hörte, habe ich das anfangs nicht realisiert. Ich konnte damit wenig anfangen. Ich hatte überhaupt keine Kenntnis darüber. Ich hatte solche Fälle bis zu dem Zeitpunkt noch nicht in meinem näheren Umfeld gehabt. Ich denke schon, dass ich sagen kann, ich war komplett überfordert damit. Und Frau D., am Anfang war die Vorstellung, irgendwann alleine zu sein, eine reine Horrorvorstellung. Ich hatte Panik. Ich habe auch gedacht, ehrlich gesagt, ich würde lieber vor W., ihrem Mann, sterben, weil ich dann nicht den ganzen Schlamassel habe und sterben muss ich sowieso.
das Schreckensbild war, alleine vor dem Leben und vor dem Alltag zu stehen und keinen an der Seite zu haben, wenn ich alleine nicht klarkomme. Nach dem Schock kam dann oft Angst und Hilflosigkeit und Verlorenheit. Und Herr M. sagt, wenn man so daneben steht, man kann im Grunde genommen nicht helfen. Das ist wirklich eine Hilflosigkeit, der man da ausgesetzt ist. Und ja, im Grunde genommen fühlt man die Schmerzen mit und das ist schon recht hart. Angehörige werden in eine wirklich eigene existenzielle Unsicherheit gestürzt, die auch im weiteren Verlauf der Erkrankung und des weiteren Lebens bestehen bleibt. Zu Beginn wurde die Situation so erlebt, dass es keine Besinnung möglich war, keine Routineabläufe, es gab keine passenden Informationen, es gab keine Möglichkeit der Einflussnahme, es gab keine Rücksicht auf die Situation sowohl des Patienten, aber eben auch auf die Situation des Angehörigen. Herr E. sagt, es war nicht so ein Prozess, der langsam läuft, sondern man hatte überhaupt keine Zeit nachzudenken. Herr S., diese Hilflosigkeit, wenn die Diagnose kommt, die Geschwindigkeit und keinen Ansprechpartner zu haben. Ich wollte eigentlich mit dem Arzt reden, aber da geht das Problem schon los. Als Angehörige haben Sie einfach das Problem, dass Sie nicht oder nur sehr schwer mit den Ärzten reden können. Es ging so schnell. Es hieß, es wird keine lokale OP bleiben, sondern man muss die Brust abnehmen. Seine Frau war erkrankt. Das haben Sie dann auch gemacht. Also es war so schnell vorbei, dass Sie gar keine Chance hatten, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Man kommt in solche Routinen rein. Man kommt da seelisch nicht hinterher. Es ist richtig, dass es alles so schnell passiert, weil es auf die Zeit ankommt. Das wissen wir alle. Sie fallen aber als Patient in ein Loch und Sie fallen als Angehöriger in ein Loch. Herr E. berichtet, seine Frau ist operiert worden. Ich habe um 4 angefangen, auf der Station anzurufen. Es hieß, nein, Ihre Frau ist noch nicht da, wir erwarten Sie. Eine Stunde später, nein, sie ist immer noch nicht da. Und wenn man dann nicht wirklich weiß, was gerade passiert und so gar keine Informationen bekommt, war bei mir die Fantasie ganz klar, dass sie auf dem OP-Tisch verblutet ist oder sonst etwas schiefgelaufen ist. Das waren wirklich Todesängste. Dieses Gefühl von Verlorenheit, meine Suche nach Halt, war nie stärker als in dieser Zeit. Die Zeit der Therapie wird oft erschreckender erlebt als die Diagnose selbst. Herr L. berichtet, seine Frau ist operiert worden. Sie war sehr, sehr kümmerlich nach der OP. Aber eigentlich hat die Operation sie kaputt gemacht, nicht so sehr der Tatbestand des Krebses, glaube ich. Auch weil wir das alle noch nicht so schnell begriffen haben, was es denn heißt. Die OP und die Folgen, das war eigentlich so das Schlimmste, als sie solche Schmerzen hatte und wirklich schlapp war. C., seine Frau, einfach so kümmerlich zu sehen. Herr M., man kann immer nur daneben stehen. Man kann diese Schmerzen selber nicht empfinden. Das ist außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Ja, das zermürbt eigentlich am meisten, dass man daneben steht und nicht helfen kann. Und Frau N. berichtet, ihr Bruder ist erkrankt und auch inzwischen gestorben. Ich habe Bilder vor Augen, die mich nach wie vor traurig machen. Ich sah diesen einst sehr schönen Menschen, wie er vor uns ging und schon ganz dünn war in seinem Mantel. Er sah so schick aus in den Zeiten, als er ihn ausfüllte. Und dann, ach Gott, so etwas Zerbrechliches. Solche Augenblicke tun einem in der Seele weh. Das macht die eigentliche Trauer aus. Neben der Sorge um den geliebten Menschen kommt das Erleben der eigenen existenziellen Grenzerfahrung. Und diese Grenzerfahrung ist sowohl körperlich als auch emotional. Und das Problem
ist für Angehörige. Das war mir sehr eindrücklich in den Gesprächen, dass es wirklich einen Spannungsbogen gibt zwischen dem, sich um den erkrankten Menschen kümmern zu wollen und ihm sehr nahe zu stehen und ihn zu unterstützen und gleichzeitig die eigenen Gefühle, die auch sehr tief gehen, zurückzuhalten. Und diese Zurückhaltung und sagen wir auch dieses innere Gezerre auszuhalten, das prägt vor allen Dingen die gefühlsmäßige Verarbeitung dieser Menschen sehr stark. Herr T. sagt, zwischendrin habe ich auch ein bisschen Ängste um mich bekommen. Ich war selber krank in dieser Zeit, aber das hatte keinen Platz. Ich fühlte mich in der Pflicht. Herr G. Ja, aber wo bin ich mit meiner Angst geblieben? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber die Ängste waren da. Herr T. Ich hatte öfters das Gefühl, so traurig zu sein. Aber mich darauf richtig einzulassen, habe ich mich gar nicht getraut. Ich habe eher diese Pflicht gespürt. Und wenn ich mein Gefühl ausgesprochen hätte, dann wäre es manifest geworden. Und Frau N., ich habe mir nichts, was ich hätte brauchen können, zugestanden. Das war keine Bescheidenheit, es war mehr eine Unfähigkeit, denke ich. Ich durfte nicht traurig sein. Wenn mich jemand in den Arm nimmt und tröstet, das ist schier unaushaltbar. Wenn ich getröstet worden wäre, wäre ich weggeschwommen. Dann könnte ich nur heulen und insofern möchte ich gar nicht getröstet werden, weil ich ja nicht heulen will. Es liegt doch eine Stärke da drin, so ohne Trost leben zu können. Also was heißt Stärke? Ich kann es. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber die Unterstützungsaufgabe führt ganz häufig zu einem Rollenwirrwarr. Man ist als Angehöriger von Krebspatienten Angehöriger, man ist Krankenschwester, man ist Berichterstatter, man ist Seelsorger, man ist weiter Eltern. Und dieses Rollenwirrwarr führt zu einer sehr großen Belastung, in der man selbst als Person oft verloren geht. Frau D., ihr Mann ist erkrankt. Mir wurde viel auf die Schultern geladen. Es gab von Seiten der behandelnden Ärzte eine Vermischung von Fachfrau und Ehefrau. Sie hatten mich und meine Situation nicht wirklich im Blick. Häufig war es so, dass der Onkologe in den gemeinsamen Gesprächen mich immer angeguckt hat, weil ich dann ja auch manchmal Fragen gestellt habe. Er hat gemerkt, dass bei mir Interesse und Fragen sind. Er hat nie gefragt, was ich beruflich gemacht habe. Aber er hat gemerkt, dass ich nicht dekompensiere und dass ich mit irgendeiner Art von Fachhintergrund frage und hat sich dann häufig bei Erklärungsgeschichten an mich gewandt. Ich war dann eher die Dolmetscherin, die zu Hause nacharbeitet, wie die Krankenschwester und der Doktor sozusagen. Herr G., seine Frau war erkrankt. Ihre Eltern, ihre Geschwister, meine Verwandtschaft, die waren, wann immer sie anriefen, eigentlich immer bedrückter und bedröppelter als ich selber. Ich musste mit dem Alltag fertig werden. Ich hatte keine Zeit, mich da so reinsacken zu lassen. Und die anderen waren immer am Boden. Die waren eigentlich keine Hilfe. Für die musste ich zusätzlich noch der Starke sein. Und Herr L., du musst immer drüber reden mit Leuten, die letztlich außerhalb stehen oder sich mit diesem Thema noch nicht so befasst haben. Dann bist du immer der Berichterstatter. Ich hatte mehrere Rollen, Ehemann, Vater, Mitbetroffener. Und das war manchmal eine emotionale Überforderung. Die Angehörigen stoßen an die eigenen Grenzen und das Miteinander wird auch trotz Zurückhaltung und Vorsicht manchmal auch konfliktbeladen. Immer wieder stellt man sich die Frage, mache ich es richtig so, mache ich genug? Schuldgefühle und schlechtes Gewissen,
werden zu ständigen emotionalen Wegbegleitern. Herr T. berichtet, seine Frau ist erkrankt gewesen. Als die Chemo war, bin ich immer mitgegangen und habe alles gemacht. Ich bin da wirklich an meine Grenzen gekommen, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr mit diesem Leiden. Und meine Frau war dann auch oft nicht so besonders gut aufgelegt, sondern ätzend. Dies war nicht richtig, jenes war nicht richtig, die Suppe soll so sein, nein, dann doch nicht so, zu heiß, zu kalt, zu warm. Sie war dann anstrengend. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich so wütend geworden bin und gesagt habe, jetzt halte einfach mal deinen Mund, ich kann nicht mehr. Und dann war sie erst beleidigt und hat dann auch gezetert und ich bin dann gegangen und weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe einen Joint geraucht. Frau P., ihre Mutter ist erkrankt und zwar war ihre Situation, dass ihre Mutter erkrankt ist, als sie selber schwanger war. Und das hat deren Beziehung sehr stark geprägt, weil die Mutter sich gefreut hatte, Oma zu werden und gleichzeitig klar war, sie wird es nicht mehr erleben können. Frau P. berichtet, seit meine Mutter an Krebs erkrankt ist, hat sich diese Vorstellung von Großeltern, die man immer hatte, geändert. Ich weiß noch nicht so genau, wohin mit meinen Gefühlen. Ich kann es nicht zu meiner Mutter sagen, dass ich es so schade finde, dass das Oma-Sein nicht so ist wie gewünscht. Das ist für sie so wichtig. Und ich glaube sogar eher schlimmer für sie, da ich mir natürlich gezwungenermaßen auch andere Wege suche, weil es nicht anders funktioniert. Ich habe schon manchmal dann Gedanken, wer könnte denn sonst auf mein Kind aufpassen, wenn meine Mutter es nicht machen kann? Und gleichzeitig kommt sofort das schlechte Gewissen. Und auch Gedanken, wie macht man es dann? Ich erlaube mir schon, darüber nachzudenken, aber ich spreche es nicht unbedingt aus. Auf jeden Fall bespreche ich es nicht mit meiner Mutter. Herr E., es ist ein Megastress. Eigentlich möchte ich ihre Ängste abfedern, das gelingt mir aber nicht wirklich. Und dann fühlt man sich sofort ein bisschen schuldig, weil es ja um das Überleben von jemand anderen geht. Frau P., ich weiß schon, dass meine Mutter enttäuscht und traurig ist, wenn ich zum Beispiel etwas unternehme. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen. Ich schlage mich herum mit dem ständigen Abwägen. Was ist möglich? Was ist zu viel? Wo bleibe ich mit meinen Bedürfnissen? Darf ich zu jemand anderen gehen? Darf ich mich darüber freuen, dass es die anderen gibt? Oder ist es eher schon wieder was, was meine Mutter irgendwie... Ich weiß es auch nicht. Das ist tatsächlich ein Konflikt, der, glaube ich, auch bestehen bleibt. Frau D., ihr Mann ist erkrankt. Ich bewege mich in verschiedenen Welten. In unserer Ehewelt, in W.s Welt, ihrem Ehemann, und in meiner Welt. Und das ist wirklich nicht so einfach. Manchmal denke ich, ach, jetzt nabelst du dich schon ein bisschen ab und dabei lebt der Mensch doch noch. Das ist ja auch komisch. Und dann kriegt man wieder ein schlechtes Gewissen. Für die Angehörigen ist nicht nur die Gegenwart wackelig und zerrissen und widersprüchlich und konfliktbeladen, sondern auch die Zukunft ist voller Unsicherheiten und das ganze Leben insgesamt fühlt sich sehr zerbrechlich an. Herr E. sagt, ich habe mittlerweile gelernt, dass es eine einfachere Phase ist, wenn man etwas gegen die Krankheit tun kann. Das war nach der Beendigung der Chemotherapie zunächst schwierig, weil es für meine Frau bedeutete, dass da jetzt nichts mehr gemacht wird. Sondern der Prozess ist abgeschlossen und es beginnt das Warten. Es beginnen die Kontrolluntersuchungen. Man ist immer darauf fixiert, ob es eine gute oder schlechte Nachricht gibt. Das hat sich im Laufe der Zeit auch für mich als eine schwierige Phase herausgestellt.
während der Zeit der Chemo war es einfach nur agieren, funktionieren, so viele Dinge wie möglich erledigen, unterstützen und pausenlos gute Laune haben. Und dann kam das Warten. Mir macht diese Situation möglicher, schlechter Nachrichten zu schaffen. Ich merke, dass ich im Laufe der Zeit immer panischer reagiere. Und diese Panikreaktionen entspringen ja keiner realen Situation, sondern nur einer Möglichkeit. Diese Möglichkeit ist bisher noch nicht real geworden. Es ist immer nur die Angst vor der Möglichkeit. Und ich neige dazu, Kopfgespräche über Probleme zu führen, die noch gar nicht eingetroffen sind, und mich damit extrem zu stressen. Es hat natürlich im Laufe der folgenden Monate und zum Teil auch jetzt immer noch immer mal wieder irgendwo gezwickt und es tat irgendwo weh. Und natürlich kann man dann dem Partner als Partner sagen, das könnten Narben sein, das könnte dies sein, das könnte jenes sein. Doch man ist ja auch völliger Laie. Und die Angst, dass es etwas anderes ist, ist sofort immer wieder da. Ob das nochmal verschwindet, weiß ich nicht. Das bleibt, glaube ich. Was wir erleben, ist eigentlich das, was andere Leute nur abstrakt im Kopf haben. Es gibt keine Garantie im Leben. Jeden Tag kann etwas passieren und man kann es nicht kontrollieren. Diese Tatsache mit dem Leben zu vereinbaren, macht es so schwierig und so schwer. Also das Bewusstsein, dass das Leben zu jeder Zeit aus irgendwelchen Gründen beendet sein kann und trotzdem zu leben. Was für andere eher eine philosophische Frage ist, ist für mich ein Tagesgefühl. Was immer wieder deutlich wurde und was für mich wirklich sehr eindrücklich gewesen ist, ist das Bedürfnis und der Wunsch der Angehörigen, in ihrer Belastungssituation gesehen zu werden. Sie sind im Funktionsmodus, sie nehmen sich persönlich sehr zurück und sie sind sehr belastet. Und dass diese Belastung gewürdigt wird von ihrem Umfeld, danach gab es einen sehr großen Wunsch. Und wenn das geschehen ist, tat es sehr gut. Herr L. sagt, jetzt ist es manchmal so, dass ich denke, ich will mehr Zeit oder ein bisschen mehr Ruhe oder ein bisschen mehr Verständnis. Man hätte es manchmal gern ein bisschen anders. Weich und hinhörend. Frau N. sagt, von sich aus ist mir keiner nahegekommen zum Trösten. Das hätte auch von mir ausgehen müssen. Die Bereitschaft oder der Wunsch, getröstet zu werden, zu sagen. Klar wäre es schön gewesen, wenn jemand gekommen wäre, so ohne eigene Anstrengung. Und Herr T., ich habe mir manchmal die ehrlich gemeinte Frage gewünscht, wie geht es eigentlich dir? Und ich habe mir gewünscht, dass mich zwischendurch jemand richtig in den Arm genommen hätte. Auf die Frage, was hat mir geholfen, was war für mich unterstützend, war vor allen Dingen in der Phase der Diagnostik und der Akuttherapie ein sehr starkes Bedürfnis nach fachlicher Information und das Bedürfnis, in Entscheidungsprozesse und Überlegungen mit eingebunden zu werden. Frau D. sagt, es gab dann den Termin in der onkologischen Praxis, das war alles relativ zeitnah. Der Onkologe hatte dann das erste Mal gesagt, dass es eine Krankheit ist, die bis heute nicht heilbar ist, dass die Forschung versucht, daraus eine chronische Erkrankung zu machen und dass man aber jetzt erstmal gucken muss, was genau der Status ist. Und dann hat er gesagt, was sie alles untersuchen werden. Das hat er ganz deutlich gemacht, weil er gesagt hat, das ist ihr Job, nicht wegzugucken, sondern zu gucken, was genau ist und dann zu sagen, was zu machen ist. Er, auch in der Folgezeit die anderen Ärzte, haben nicht drumherum geredet, sondern sind offen damit umgegangen, haben erklärt und du konntest ihnen Löcher in den Bauch fragen. Ich habe dann angefangen, überhaupt zu gucken, was ist das für eine Erkrankung, was macht die? Ich habe das aus einem eigenen Bedürfnis herausgemacht. Ich habe das für mich gebraucht.
Ich will wissen, woran ich bin, wie ihr Mann, eher weniger. Das habe ich für mich gemacht und ich habe noch nicht einmal immer weh gefragt, ob er das jetzt auch wissen will oder nicht, sondern gedacht, da muss jetzt jeder seinen Zugang finden. Ich wollte wissen, woran ich bin. Lebt er noch 3 Jahre? Lebt er noch 5 Jahre? Was kommt auf uns zu? Welche Schreckenssymptome kann es geben? Frau R. berichtet, ihr Vater war erkrankt. Im Krankenhaus gab es eine Psychologin. Da bin ich mit meiner Mutter nochmal hingegangen. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was die im Einzelnen gesagt hat, aber es war auf jeden Fall unterstützend, um dann auch wieder in dieses Neue reingehen zu können. Das war gut. Sie hat so etwas Zuversichtliches ausgestrahlt. Meine Mutter war erst gar nicht davon begeistert, als ich sagte, komm, lass uns da mal hingehen. Aber im Nachhinein fand sie das dann auch gut, weil es einen Weg aus dieser Hilflosigkeit heraus geöffnet hat. Und was insgesamt toll war, dass die Leute im Krankenhaus uns einfach immer dabei gelassen haben. Wir durften auch bei meinem Vater schlafen. Man durfte als Angehöriger dazugehören. Man wurde nicht ausgegrenzt oder weggeschickt, gar nicht. Das war sehr schön. Was neben dieser, neben diesem Bedürfnis nach Fachinformationen und einbezogen werden auch noch deutlich wurde, ist, dass die vielen kleinen Gesten im Alltag eigentlich den Kern der Unterstützung und der Hilfestellung ausgemacht haben. Also wenn Freunde vorbeigekommen sind, wenn es kleine Maßnahmen gab im Alltag, das war viel wichtiger und wurde als viel unterstützender erlebt als zum Beispiel ein Angebot einer Psychotherapie. Das wäre noch gar nicht die richtige Zeit dafür gewesen. Herr G., wir haben einen sehr stabilen Kreis von Freunden, die uns unterstützt haben. Die haben für meine Frau gekocht, wenn sie sagte, mir hängt wieder alles zum Hals raus. Eine Freundin wohnt 1 Kilometer weit weg und die hat gesagt, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, du kannst dir wünschen, was du willst, 1 Stunde später hast du es. Sehr wichtig. Und dass dann eben auch Leute da waren, die uns fertiges Essen vorbeigebracht haben. Es war immer jemand da, der uns entlastet hat oder uns zum Essen eingeladen hat. Herr L., seine Frau war erkrankt. Die Familie und auch die Freunde waren da. Und ich weiß, U., eine Freundin, hat einmal Essen gebracht. Das hilft mehr als große Worte. Essen kochen, mit unserem Austauschschüler irgendwo hinfahren, Rasen mähen, einkaufen und so. Das hilft schon. Etwas abnehmen, dass man Zeit gewinnt, dass man nicht alles so takten muss. Und es gab auch Unterstützung von Kollegen. Herr G., ich bin mit der Diagnose meiner Frau Leukämie am Montag in die Dienstbesprechung gekommen. Ich habe mitgeteilt, dass ich vom heutigen Tag an nur noch halbtags arbeiten werde. Mein Chef hat sofort gesagt, Sie kümmern sich hier jetzt um gar nichts mehr. Er hat sich beim Arbeitgeber gekümmert. Dort hieß es, so wird es gemacht, es hat überhaupt keine Diskussion gegeben, ich musste es gar nicht verhandeln. Und das war natürlich unglaublich erleichternd. Ich musste an dieser Stelle nicht mehr kämpfen. Meine Kollegen haben alle auf mich aufgepasst. Das war schon eine besondere Situation, die sehr beispielhaft gewesen ist, wo die Kollegen gesagt haben, ohne Murren und Knurren, wir tragen dich hier alle mit, keine Diskussion. Und das war sehr hilfreich. Können wir kurz mal Pause machen? Ja, Sie können. Ich würde das rausschneiden. Ja, ich muss mir einmal hier kurz... Das ist alles fertig. Was? Das läuft ganz gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Technik macht mit.
Das Gute ist, dass man es alles rausschneiden kann. Ja, eben. Wir können auch nur, wenn Sie es wollen, von vorne an. Nee, das, ich glaube, diese Stolperdinger werden immer wieder passieren. Okay, 43. Gut, ich habe wieder den Anschluss. Jetzt könnte. Möchten Sie wieder groß? Jetzt könnte ich wieder groß, genau. Okay. Neben diesen kleinen Alltagsgesten hat sich auch die Beziehung, die die beiden, der erkrankte Mensch und der betroffene Angehörige haben, auch als Kraftquelle gezeigt. Insofern ist es nicht nur eine Geschichte, wo es um Leben und Tod geht, sondern wo es auch um Liebe geht. Herr L., seine Frau war erkrankt gewesen. Wir haben uns so darüber gefreut, was sie so schaffte und was ich schaffte. Und wir waren zusammen. Die Abende, die waren immer wichtig. Die Gespräche abends. Die Zeit der Bestrahlung war eine gute Zeit, muss ich sagen. Meine Frau hatte keine Schmerzen und wir hatten viel Zeit füreinander. Und wir haben die kleinen Fortschritte gesehen, zum Beispiel einen Spaziergang machen zu können. Die ersten Rituale kehrten zurück. Irgendwann sind wir schon mal ins Kino gegangen. Wir haben mit dem Hund unsere Runden gedreht. Die kleine, die mittlere und die große. Und wir machten freitags immer ein Festessen mit den Kindern. Und als das alles wieder so lief, das war wunderbar. Das war schon schön. Neben der Beziehung zu den erkrankten Menschen werden andere Menschen sehr wichtig, mit denen man Gefühle und Gedanken teilen kann. Frau P., da sind Freunde, da sind schon so 3 oder 4, mit denen ich sehr viel darüber reden kann, die vielleicht auch teilweise selber betroffen sind, in ähnlichen oder übertragbaren Situationen. Aber es sind vor allen Dingen auch Leute, die da nicht gleich von ihren eigenen Problemen reden, wo man sich austauschen kann, aber es nicht heißt, ach ja, das ist bei mir auch so, dass immer alles gleichgesetzt wird. Es geht einfach ums Zuhören. Und Frau D., ich habe viele Freundinnen und Menschen, die das auch erlebt haben. Und ich habe bewusst Gespräche gesucht mit denen, die ähnlich betroffen gewesen sind, die also heute Witwen sind. Es ist ein Austausch mit den Hinterbliebenen. Weil diese Phase von Erkrankung, Diagnostik, Therapie und auch der anschließenden Zeit der ständigen Kontrolluntersuchung und ständigen Bedrohung so ein Dauerdruck und Dauerstress ist, braucht die Seele ab und zu Pausen. In diesen Pausen ist es dann möglich, die eigenen Bedürfnisse überhaupt erst wieder zu spüren und ihnen nachgehen zu können. Herr G. berichtet, bei Herrn G. war die Situation so, dass seine Frau in eine nahegelegene Großstadt verlegt worden ist und er ab und zu sie dort besucht hat. Er berichtet, die Fahrten von N. in die Uniklinik nach M., um dort meine Frau zu besuchen, waren an sich Ablenkung. Ich bin ein sehr großer Augenmensch. Ich bin nicht umsonst in dem Beruf als Architekt gelandet. Musik wäre es nicht bei mir. Es ist einfach der tote Backstein, der für mich lebt und singt und Musik macht. Und diese Spaziergänge waren so abwechslungsreich. Es war vor allem die Atmosphäre. Es war so normales Leben. Es war wirklich Alltag und mich kannte keiner. Und ich hatte das Gefühl, ich bin hier nicht verantwortlich. Es wäre auch etwas anderes gewesen, wenn jemand gesagt hätte, du brauchst ein bisschen mehr Ruhe, wäre es nicht besser, du gehst im Wald spazieren. Nee, der Wald war es nicht. Da kommt man immer wieder zur Besinnung und Besinnung habe ich genug gehabt. Der Wald hätte mich eher runtergezogen. Und Herr M., es gibt natürlich auch Phasen, wo man still ist, wo man nichts sagt und wo man wirklich
in sich gekehrt ist. Dann fragt der Partner, was hast du denn? Und ich sage, ich habe nichts, lass mich. Ab und zu braucht man auch eine Ruhepause, sonst geht man, glaube ich, auch kaputt. Herr M. weiter. Ja, wie schaffe ich das alles? Das frage ich mich auch manchmal, wie ich das alles schaffe. Einfach, indem ich mich total zurückziehe und in diesem Moment eigentlich auch keinen an mich ranlasse. Dann will ich über nichts nachdenken. Ich versuche wirklich total abzuschalten. Dann habe ich auch kein Buch in der Hand oder sonst irgendwas. Notfalls stelle ich mich hinter den Rasenmäher. Zum Abschluss hatte ich mich mit meinen Gesprächspartnern der Frage gewidmet, was hat sich geändert, was ist gleich geblieben, was ist neu hinzugekommen. Und es ist deutlich geworden, dass die Lebenskrise, die ja sowohl eine individuelle Seite hat, als auch eine Beziehungsseite hat, ganz oft zu einer Neuorientierung geführt hat. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass etwas völlig Neues entstanden ist oder etwas völlig anders gemacht worden ist, aber dass vieles eine neue Bedeutung bekommen hat oder eine neue Definition erfahren hat. Also es ging um Werte, es ging um Freundschaften, es ging um Haltung, es ging um Vorlieben, die nochmal völlig neu sortiert und bewertet worden sind. Herr S., seine Eltern waren beide erkrankt, berichtet. Unsere Gesprächsthemen sind philosophischer geworden. Wir hatten keine besondere Gesprächskultur in unserer Familie gehabt. Jetzt reden wir über die wesentlich relevanten Dinge im Leben. Nicht nur über Krankheit, sondern zum Beispiel auch darüber, was es für eine Bedeutung hat zu leben, was das Leben lebenswert macht. Und Krankheit und Tod sind ein Teil davon. Ich glaube, wenn man auf die Existenz zurückgeworfen wird, dann ist vieles mehr möglich. Und die Erfahrung von Endlichkeit bringt eine Ernsthaftigkeit rein. Herr S. sagt, durch die Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens, jetzt bei meinen Eltern, bin ich selbst verletzlich geworden und dadurch emotionaler, offener und auch erreichbarer für andere. Herr L., ich bin viel aktiver geworden, weil ich in der Familie die Fahne hochgehalten habe. Ich bin der Ansprechpartner und Kümmerer. C., seine Frau, hat uns das früher immer alles abgenommen. Sie hat hier den Haushalt geschmissen und die Rolle habe ich jetzt übernommen. Es hat sich ziemlich viel geändert, auch den Kindern gegenüber. E., sein Sohn, hat auch schon mal gefragt, ob er einkaufen oder mit dem Hund gehen kann. Da haben wir uns ein bisschen mehr kennengelernt. Er war immer da. Es riss so etwas auf von diesem 16 Jahre alten Muster zwischen Vater und Sohn. Es entstand eine Nähe und ich bin offener und interessierter geworden. Frau N., ich bin dem Tod sehr nahe. Nicht als Sterbende, aber der Tod ist mir sehr vertraut geworden. Ja, ganz stark. Ebenso, dass es sein kann und dass es unabdingbar ist und dass es sein wird. Einverstanden zu sein, dass es nie an der Zeit, aber jederzeit an der Zeit ist. Herr T., bei mir ist nochmal der Blick auf den Moment geschärft. Nicht mehr so ans Morgen denken, sondern lieber das Heute richtig machen. Man denkt ja immer früher, wenn man etwas Schönes gemacht hat, ach, das mache ich nochmal. Aber nach ein paar Jahren merkt man, nein, das war damals nur. Die Erfahrung jetzt hat mit Sicherheit dazu beigetragen, mehr im Hier und Jetzt und weniger in den Plänen zu bleiben. Ich kann das in so kurzen Momenten, etwa wenn ich unterwegs in einem netten Café sitze und merke, dass ich es auch genießen kann. Mein Plan ist einfach ein bisschen einfach ich.
Die Angehörigen erzählen in diesem Buch auf vielfältige Art, wie es zu schaffen ist, mit der Krebserkrankung leben zu können und das Leben zu ergreifen. Trotzdem, das Leben findet jetzt statt und keiner weiß, wie lange es dauert. Und mit dieser Grundhaltung kann Lebensqualität als Wert in den Vordergrund treten und Orientierung bei Weichenstellung geben. Und die Geschichten der Angehörigen sind dafür Beispiele. Damit möchte ich die Lesung schließen und ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.